Willkommen, meine Freunde, zu einem weiteren Part von Let's Play Super Mario Odyssey. Ja, ich bin Luigi, wie ihr seht. Ich habe mal den Luigi Amiibo jetzt gescannt. Ja, das kann man wieder alles für Münzen irgendwann natürlich auch kaufen, aber so sparen wir halt viel Geld. Und da wartet ein Mond schon auf uns, aber ich möchte erstmal gucken, ob ich schon den anderen habe hier. Scheiße. Ich glaube, den hier durfte ich schon haben. Ah, scheiße. War nicht gut. Vielleicht nochmal einen neuen Versuch. Den haben wir auch noch nicht. Da holen wir erstmal den jetzt. Ah, wieder vorbei. Oh, das gibt's nicht. Fast hätten wir es noch erwischt, Freunde. Okay, machen wir noch einen Versuch. Kein Problem. Weiterer Stern für uns. Ja, es gibt noch ein paar, die wir hier noch sammeln können. So, hier ist ja der. Warten wir mal kurz ab, bis es sich resettet. Da hat man zu wenig Zeit. So. Hier ist er. Auf diesem hohen Turm hier fast wir vorbeigesegelt. In dieser Kiste, in diesem Container. So, jetzt werden wir uns mal den schnappen da am Pool. Mann, lass doch mal los, ey. Ja, genau reingefallen. Sehr schön. So. Hier, die Pixel Luigi habe ich euch ja gezeigt, der hier auf diesem Dings ist. Gibt noch ein paar Münzen. Ja, und diese Münzberge, die einsammelt, die werden beim zweiten Mal einsammeln weniger, die erscheinen zwar wieder, aber es werden weniger Münzen immer sein. So, dann haben wir noch. So, ich glaube, man muss Y gedrückt halten. Ihn hier. Ja, den treffen wir öfter mal. Er sagt uns jetzt, ich habe hier alles gesehen, bringe mich an einen neuen Ort, am liebsten zu einem riesigen Wasserfall. Ja, das ist natürlich klar, Kaskadenland. Besorgt mir nur noch ein Autogramm von der Bürgermeisterin, dann geht's los, genau. So, wollen wir mal gucken, was der uns hier noch zu sagen hat. Bitte keine Lags, ey, das kann ich nicht hier brauchen. Was suchst du denn? Ah, ich weiß. Tick-Track-Turnier 1. So
irgendwo hier versteckt. Ah ja, okay. Ja, wie gesagt, hier bei dem Seilspringen die 100. Ob ich das je schaffen werde, ich habe keine Ahnung, Freunde. Ja, die haben auch eingesammelt. Gut. Hier, genau. Zwar. Tattoo 1. Ich glaube, hier waren wir ja schon drin gewesen, ne? In dem Ding. Ja, hier waren wir schon drin gewesen. Ja, wir ich weiß natürlich nicht mehr alle auswendig, die man so machen kann. Nee. Den haben wir ja gemacht mit dem. Oh, hören, was der noch zu sagen hat, der Vergei. Und du redest aber mit dem Mario. Man hat schon gesagt, ja, ich weiß. Kannst du dir nicht verraten. Ja, ja, das ist dann Kunst. Toll, danke. Ja, und dann ist es ein Parkplatz. Was war das? Moment. Parkplatz. Kann man das jetzt schon machen? War das mit dem... Hier fehlt auch noch einer. Im Dachcafé liegen gelassen. Zwei tickt dann ja immer schon. Ja, okay. Wir gehen mal hierher. Und zwar ist das ganz witzig. Da hat sich einer einen Parkplatz für Motorroller gebaut und will ihn vermieten, aber er hat dafür einen Ort genommen, der eher ungünstiger nicht sein könnte. Jetzt werden wir mal hier den Motorroller ganz oben uns holen. Ja, hier wird sehen warum. Nämlich hierher. Genau. Hier hat er nämlich seinen Parkplatz für den Motorroller. Mann. Nein! Bin ich auch noch runtergefallen hier, ey. Okay, nochmal. Man muss nämlich auch dem Ding genau parken. Hier seht nicht ganz so einfach. Manu, mach doch mal. Hier. Das gibt's nicht, ey. Oh, ist das zum Kotzen, ey. Warum ist der jetzt nicht über den Schalter gefahren, ey? Und jetzt ist der weg. Na ehrlich, ey. Wieso ist der jetzt weg, der scheiß Motorroller, ey? Muss ich mich erst wieder warpen. Ehrlich. Muss anscheinend eine gewisse Entfernung erreichen oder so, dass der wieder erscheint. Ja,
jetzt ist er wieder da. Man kann natürlich auch von unten das machen, indem man okay, wir haben es geschafft. Oh, du bist mein allererster Kunde, der hier dein Motorroller parkt. Glückwunsch. Ja, logisch. Wer soll seinen Moped-Roller hier auf dem Dach parken? Es gibt... Ja, gleich da ab, Mario. Danke. Es gibt noch einen. Zwar irgendwo da hinten auf dem Dach. Aber ich weiß gar nicht, ob wir den jetzt schon machen können. Ich glaube nicht, aber ich kann ja mal kurz gucken. Da muss man wirklich, wie gesagt, man kann auch einen von hier unten nehmen und dann hier diese Treppe einfach hochfahren. Geht auch, aber wenn man jetzt hier, ich weiß nicht, ob der jetzt schon da ist. Ich glaube, der müsste irgendwo hier sein. Aber der scheint, nee, der ist anscheinend noch nicht da. Hier kann man nur wirklich mit dem da oben muss man sehr hohen Anlauf nehmen und einen sehr weiten Sprung machen, um bis hierher zu kommen. Aber das geht wirklich, also. So, ich werde jetzt nochmal den blöden Vogel fragen, was der noch so für uns hat. Was suchst du gleich? Bankfreundschaft, das geht doch schon. Geht doch schon. Hier war das nicht die Bank, da war das eine andere Bank. Die beiden, da habe ich jetzt schon ein paar Mal auf die Bank geguckt. Und dann war die hier irgendwo. Ja, hier, aha. Seht mal, hier ist es. Sage dir, ja, was sagst du denn? Du bist nicht von hier. Kann das sein? Du bist nicht der erste überhaupt, der sich neben mich setzt. Die Stadt ist ganz schön einsam. Danke für deine Freundlichkeit. Nimm das hier als kleines Dankeschön. Ja. Bankfreundschaft. Sehr schön. So. Mal gucken. 17 haben wir immer noch nicht. Okay. Da springt halt. Ja, wie gesagt. Freunde. Nicht ein bisschen sehen als meiner Fähigkeiten. Ja, und hier haben wir noch City Kunst. Ich weiß nicht, ob von denen hier kann nicht sein, dass die alle noch nicht gehen, oder? Warte mal, Freunde. Ich guck mal kurz mit der City Kunst. Nein. Was war denn mit der City Kunst nochmal? War das. War der hier. Okay, da müssen wir nochmal ins Seeland zurückgehen, okay. Ah, ihr seht, ich habe Highway Warriors mal wieder gezockt. Ich habe Highway Warriors, ja, ich gebe zu, ich habe alle drei Varianten davon. Und die für die Wii U habe ich ja den Hip-Hop auf dem Wolkenkratzer. Hoppel die Hop auf dem Wolkenkratzer. Aha, geht schon. Müsste denn die 17 hoffentlich sein. Wo ist denn ist der Hase da drüben bei den. Ach, seht mal, da ist der bei den. Oh, das gibt's nicht. Ah. Der wollte jetzt partout da nicht ruf.
Ist das wirklich wahr? Ja, das ist eine... Ein Pixel zu tief? Nein, der hält sich nicht fest, er kann da nicht wieder hoch. Stur wie Brot, Junge. Und ich hab noch fast gehabt. Ich hab ihn. So einfach kann es manchmal sein, nicht wahr? So, haben wir den auch noch. So. Ist das jetzt... Ja, das war der. Okay, dann wollen wir mal gucken, ob er jetzt noch einen hat, sonst... Reisen wir einfach weiter. Oder ich denke mal, vielleicht gehen wir erst noch mal zurück in andere Welten. Mal gucken. Ja, sag ich nicht. Ja, okay. Jetzt sagt der Leute immer nur noch das selbe. Ja, sag ich nicht. Ja, okay. Also die anderen können wir erst alle kriegen, nachdem wir hier bestimmte Sachen erledigt haben. War das hier wirklich so viel? Was war denn hier alles noch danach zu erledigen? zwölf Stück. Zwölf Stück. Naja, wenn das so ist, dann ist das so, nicht wahr, Freunde? Dann werden wir zu Odyssey zurückkehren und... Nein, Moment, Freunde. Wir werden noch nicht zur Odyssey zurückkehren. Wir werden jetzt nochmal einkaufen. Hahaha. Komm, ja. Auf. Ja, ich schieß mal gleich an, damit ihr es mal sehen könnt. Kaufen. Das müsste alles gewesen sein. Wir haben jetzt keine Münzen mehr, also müsste das alles gewesen sein. Sehr schön. Ja, Golfer-Outfit. Ja, nicht so weltberühmt, oder? Aber ist egal. Da geht's gleich. Haben wir in dem alle Outfits gekauft? Mal kurz gucken. Hier, haben wir noch mal gucken. Ja, du sollst ja nicht aufbringen. Da hinten im Hintergrund sind hier Pauline Statuen, die wir kaufen können. Ja, okay, hier scheinen wir alles zu haben. Luigi, ja, wie gesagt, die kann man auch alle irgendwann kaufen. Aber wie gesagt, wenn man halt die Amigos hat, spart man sich halt die Münzen dafür. Ah ja, hier gab es ja den Gangster und den Bauarbeiter, genau. So. Freunde. Dann werden wir jetzt mal kurz Hinweiskunst machen. Weiß gar nicht. Und hier ist ja der Bus. Zack, 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 zack. Ja, wir hatten ja schon wieder über 50 Stück. Ein weiteres Teil des Segels. Ja, der wird auch immer etwas größer. Also im Durchmesser. 232 haben wir schon. Jawohl. Manchmal so schlecht, oder? Hier haben wir jetzt wieder die Wahl, ob wir... Polarland oder zum Küstenland wollen. Ich denke mal... Ich denke, wir gehen erstmal dahin. In die Eiseskälte, damit wir uns die Wärme an der Küste verdienen. Aber da wollen wir jetzt noch nicht hin. Wir gehen jetzt erstmal. Nein. Hier gehen wir erstmal hin. Das nenne ich mal. Ein überwältigend energetisches Festival. Nutzen wir diese Energie für unsere weitere Reise.
Wo wir gerade ein bisschen Zeit haben. Ja, gleich Rechtssprung. Kennen wir schon. Dann renn durch die dünnen Springen. Ja. Ja, wie gesagt, diese Zwischensequenzen werden erst nicht mehr sein, wenn man das Spiel beendet hat. Dass er halt diese Tipps vorliest. So, hier war eine Hinweiskunst aus dem Seeland. Gar nicht. Müssen wir das jetzt hier mit dem T-Rex kaputt machen oder so? Kann sein. Da muss ich mich erstmal dran erinnern, wie das alles war. Ich bin's, dein Kumpel aus, na, du weißt schon, im Wüstenland, aber auch aus dem Cityland, ja. Ich bin der Taxityp, also er ist der Taxityp. Ich fahre mit dem Taxi, ja, hier ein Geschenk für dich. Ja, ein bisschen großer Typ. Ich möchte mal wieder was zwischen die Beißerchen bekommen. Du weißt schon, Essen, auch Futter oder Mampf genannt. Kannst du mir einen passenden Ort empfehlen, wo ich mal so richtig den Manns vollschlagen kann? Jo. Ich kenne den perfekten Ort dafür. Wir sind im Nudort. Vorher schaue ich mir aber noch die lokale Fauna an. Jo. Mann, scheiß Viecher. Busch Energie, hahaha. Warte mal hier. Nein. Hier. Hier haben wir noch ein Tic-Tac-Turnier. Notwendig, Kaskadenland Tic-Tac-Turnier ein. Jawohl. Und ja, hier können wir jetzt auch rein. Der war ja vorher auch versperrt. Notwendig, Schatz beim Wasserfallbecken. Jawohl. Da haben wir hier unten eigentlich die Harweg. Hier kommt erst später einer. Das Bild wird auch erst viel später freigeschaltet. Ich habe keine Ahnung, wonach das geht, warum die Bilder erst teilweise so spät freigeschaltet werden, aber das ist halt so. Ein wildes Spiel halt mal so. Ja, hier ist der Shop. Hier können wir schon mal shoppen. Hier ist wieder so ein Freishop, wie im Wald auch. Hier haben wir erstmal einen Mond. Okay, hier gibt es kein Kostüm. Hier scheint es kein Kostüm zu geben. Aber hier bei dem gibt es natürlich ein bisschen was zu kaufen. Und zwar einmal den Ureinwohner. Den Höhlenmenschen. Ja, der hat hier einen noch ein Trockenschädel. Steinzeit-Outfit. Aufkleber natürlich. Die Souvenirs. Ja, alle Münzen hatten wir hier schon. Aber ich glaube, ich werde mal hier noch mal ein paar Monde zeigen, die ich gemacht habe, weil ja, kann ich mal hier raus? Kann ich mal bitte hier raus? Danke. Weil die Aufnahme hierzu war doch sehr durch die Lecks total scheiße. Hier kommen wir noch zu einem Mond, den wir noch nicht haben. Nämlich der nicht, der.
glaube, der Mut, der mit diesem Outfit zusammenhängt, den können wir ja noch gar nicht haben. Oh, er ist ins Wasser gefallen und kaputt gegangen. Okay. Rollfels am Wasserfall. Wow, beide hat uns der Strom nach unten gerissen. Also sehen wir, die Kamera wird mit dem Wasser voll gespritzt. Wunderschön. Ja, natürlich, daneben. Hallo? Ja, die Kettenhunde. Und zwar hier, das habe ich gezeigt auch in dem Video, das halt ja durch die Lex halt kaum zu verstehen war und so weiter. Hier ist der T-Rex, hier sind ganz viele Gegner. Und wir müssen alle Gegner töten. Wir werden mal kurz rausgehen und wieder rein, weil ihr wisst ja, der T-Rex, den kann man nur für begrenzte Zeit. Das war der erste Mond und der andere ist hier unten. Genau hier in dem Felsen drin. Nur mal, um das nochmal schnell gezeigt zu haben. Nicht wahr? Dann gab's, ich weiß gar nicht, habe ich Captain Toad gezeigt? Nee, ich glaube, den habe ich noch im anderen Part gezeigt. Oh, ja hier, gab's auch noch einen. Ja, du. Ja, ich glaube, ich muss mit dem T-Rex noch mal ein bisschen was machen. Dann gab's noch einen da hinten, wenn man hier mit diesen Kettenhund hier das kaputt macht, da gab es noch einen da drin. Dann hier. In dieser Röhre gab es auch zwei natürlich. Einmal waren hier die drei Kettenhunde Ziel trifft. Zack. Hier in dieser Geschichte den zweiten zu finden, das war echt ein Kreuz. Glaubt mir, Freunde. Jawohl, Three of a Kind. Alle drei mit dem ersten Schuss. Dafür erscheint dieser hier. Und ich habe lange nicht gewusst, weil man kommt hier rein, nicht wahr? Die Tür geht runter, man geht hier rein, man sammelt den Mond. Ja, okay. Hier geht es so weiter, aber ich habe versucht, ob man alle mit dem ersten Schuss schaffen muss oder irgendwo hier hochspringen kann oder so. Nein, guck mal hier an der Ecke. Hier sieht man so einen kleinen grauen, braunen Fleck, der darauf hinweist, dass man hier noch weiter kann. Und das habe ich erst herausgefunden durch einen Let's Player, den ich verfolge. Ich weiß gar nicht, wer es war, einer von denen, die ich verfolge. Vielleicht der Großmeister oder so, oder vielleicht ein anderer. Die haben das auch gespielt und haben hier auch mehr geguckt. Ja, wo ist hier noch ein zweiter Mond oder so? Und dann ist mir auch gefallen, dass hier so ein komischer Fleck war. Da habe ich gesagt, da musst du mal gucken, was da ist.
Und tatsächlich, hier ist noch so ein Ding mit zwei Kettenhunden. Und hier muss man... Jawohl, alle mit dem ersten Hit getroffen, sehr schön. Ja, war wieder sehr, sehr... gut versteckt, wenn man es nicht weiß. So, dann... noch hier. Ah! Da muss natürlich genau da ein Loch sein. Habe ich die Fahne da nicht berührt? Anscheinend nicht. Guck mal, das ist hier. Ja, einfach Controller schütteln, also eine Seitwärtsbewegung mit dem Controller machen, nicht einfach nur irgendwie schütteln, sondern eine Seitwärtsbewegung. Hier ist eine Katzenpeach oder so, durch war da dran. Und hier haben wir ein weiteres Sublevel, eine 2D-Passage, eine wunderschöne 2D-Passage. Ja, der kommt natürlich mit. Ja, ich wollte das jetzt nur noch mal gezeigt haben, weil... die hätte man gar nicht machen müssen, okay. Naja, das war mir doch wichtig. Ich glaube hier... doch, hier waren ein paar Münzen, okay. Jetzt nichts Besonderes. Oh, Schweiger. So, hier geht es schon los. Hier muss man nämlich... hallo? Hier runterspringen. Na. Ja. Da muss man sich hier nämlich den Weg frei machen lassen von der... Schilde hier. Der geht hier hinten durch. Beim weiteren Mond. Auch ein bisschen fies. Ja, nur so kommt man natürlich wieder hier hoch. Und hier ist auch ein sehr, sehr fies versteckter Geheimgang, den ich auch lange Zeit nicht wusste, dass der da ist. Ah, verdammt, ey. Genau diese scheiß Koopa geflogen. Ah, das gibt's nicht. Das ist eine schwere Stelle hier. Da habe ich bei der Aufnahme auch lange gebraucht. Aber was ist denn das? Warum landet der denn da nicht drauf? Jetzt. Und zwar muss man hier lang gehen für die letzten oder für vier weitere Lila Coins. Die habe ich auch lange nicht gefunden. Ja, man kennt natürlich diesen Trick aus den zweiten Leveln der klassischen Mario-Spiele. Super Mario Bros. 1 zum Beispiel, zweite Level, da musste man auch über so einen hohen Ort gehen, um halt die Warp-Röhren zu finden und so weiter. So. Hier ist ein scheiß Loch drin, hier muss man aufpassen. Den Luigi hatte ich, glaube ich, gezeigt. Da war... ja, hier... wir gehen mal... dahin. Ach, wie gesagt, ich weiß jetzt gar nicht... ah, wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Müsste doch mal mit dem Ding sprechen.
dem Papagei. Das nächste Seite. Da oben, ja, wie gesagt, da müssen wir wieder über eine weitere Warp Bild herkommen. Ja, den habt ihr gemacht. Den Typen hier. Den haben wir auch geholt. Sehr schön. Hier unten war, wie gesagt, erstmal dieses Würfelding und da unten Captain Toad. Aber ich springe jetzt hier mal runter. Weil irgendwo hier... unser Freund, der Papagei. Schieb, schieb. Keine. Oh, ich hab, wir haben alles. Okay, dann können wir hier abhauen. Dann gehen wir einfach mal zur Odyssey. Also können wir hier im Moment nichts weiter machen. Aber ich denke, ja, der Part ist auch schon wieder sehr lang. Ich denke mal, das reicht aus. Ja, 237. Für den nächsten Part werde ich mir was anderes anziehen. Weil, ja, ich war. Und dann werden wir... Ja, ich überlege es mir noch, ob ich... Ja, wir können ja erstmal ins Hutland fahren. Mal sehen, ob wir da schon was erreichen können jetzt. Fahren wir nochmal in das Hutland und dann werden wir sehen. Also vielen Dank fürs Zusehen. Bis